Leo Froschel heißt der glückliche Gewinner unseres WAG-Gewinnspiels. Denn wir wollten wissen, wo man im WAG-Wohngebiet am besten speist. Die zahlreichen Einsendungen der WAG-Bewohner haben entschieden. Das beste Restaurant im Wohngebiet heißt La Romanita. Ich bin deshalb Stammkunde geworden, weil ich mich hier sehr wohlfühle. Also ein sogenanntes Wohlfühllokal. Aber es müssen natürlich drei Sachen zusammenpassen. Freundliche Bedienung, einen netten Wirt und eine gute Küche. Das ist das ganz einfache Rezept. Leo Fröschel darf sich jetzt über einen 50-Euro-Gutschein seines Lieblingsrestaurants freuen. Es ist natürlich eine Auszeichnung für uns, für unsere Qualität und für unser Personal, das was bei uns arbeitet. Freuen tut es mich natürlich auch für den Leo, für einen Stammgast von uns, der diesen Gutschein gewonnen hat von euch. Wir werden auch heute den Leo als Überraschung dann mal hinter die Kulissen blicken lassen. Er soll seine Pizza machen. So Leo, jetzt haben wir die Schürze für dich. Na dann, auf die Pizza, fertig, los. Leo, dein Platz heute für deine erste Pizza. Fangen wir mal an mit dem Teig zum Aussehen. Jetzt musst du das ja so fest drücken, dass die ganze Luft rausgeht und immer wieder ein bisschen dran und ein bisschen auseinanderziehen. Passt das so, ja? Ist das nicht zu viel Mehl, ja? Nein, das ist am Rand. Genau, dann hängt es ein bisschen runter, dann zieht es automatisch runter. Das ist für die Anfänger, das machen wir für dich. Jetzt fangen wir mit der Tomatensauce an, Leo. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Grundbasis von der Pizza. Einmal in die Mitte. Genau. Sauber in Kreisform verteilen. Natürlich aufpassen, dass nichts am Rand kommt, weil wenn das am Rand kommt, dann bleibt die Pizza bicken. Du darfst jetzt so viel Käse nehmen, wie du willst, weil das ist natürlich dein privates Bedürfnis, ob du mehr Käse oder weniger Käse willst. So Leo, von den Zutaten her darfst du natürlich nehmen, was du magst. Ich vorzuge in Schinken. Okay, dann nimmst du einen Schinken. So, dann hätten wir noch Paprika, Zwiebel, Oliven, Kapern. Also Zwiebeln darf ich auf keinen Fall vergessen. Zwiebeln, jawohl. Also Paprika haben wir gesagt, das war Vitamin C. Wenn du dann irgendwann fertig bist, dann haben wir noch ganz wichtig den Oregano, der oben drüber gehört. Ziemlich flach halten, Schaufel genau. Ja, sehr gut. Ja, ist schon drauf. Und jetzt drinnen aufpassen, dass du oben und unten nicht ankommst. Einmal viele und dann ziehst du den raus. Ja, ist schon sehr gut, ist schon drin. Pfeffer kommt nicht drauf. Nee, da ist nirgends drauf, Pfeffer. Aha. Sieht doch eigentlich ganz lecker aus. Also, ich bin angenehm überrascht, dass sie genießbar ist. Aber es schmeckt fast wie immer. Mit Hilfe natürlich Karim und sein Spitzenkoch. Für die erste Pizza, ausgezeichnet vom Leo. Er hat gesagt, er hat noch nie Pizza gemacht. Würde man nicht glauben. Wenn er will, kann er morgen anfangen. Das Pizzabacken überlässt Leo aber nun wieder den Profis. Nicht umsonst sind die Pizzen des La Romanita so beliebt. Die 36 verschiedenen Varianten kann man im italienischen Ambiente des Lokals oder in der angrenzenden Bar Maserati genießen. Und wer weiß, vielleicht steht auch schon bald eine Pizza Leo auf der Karte.